Das sah echt göttlich aus. Wuff, erst so ganz zierlich schleichen, dann boom, voll wegschmeißen. Aber jetzt ist ja hier keiner, ne? Das heißt, wir könnten uns richtig da oben auch mal kurz umgucken. Ja, das könnten wir machen. Wie ist so ein Sack Kartoffeln, ey. Ding geschmissen. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie sehr sich das Erkunden lohnt. Aber soll ja laut Bericht sehr viel zu holen sein, ne? Ja, da kommen wir, glaube ich, noch nicht durch. Ja, vielleicht ist das hier jetzt irgendwie nicht der Fall. Aber wir haben ja auch gesehen, da irgendwie 226 Skripte und sowas. Also da gibt es ja doch schon ein bisschen was, ne? Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Ist das so? Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Wobei die Kralle schon geil ist, so wie die da überall hochflitzt. Na, die kann sich dann hier an den Dinger da immer. Ja. Da können wir leider nicht hin. Ich will auch so eine Kralle. Rüste sie mit Inventar aus. Von der Kiste. Ach, da. Inventar voll. Ja, das ist wie bei The Last of Us. Da konntest du auch immer nur eine Flasche mit in der Hand nehmen, weil du die direkt in die Hand genommen hast. Und nicht irgendwie noch im Inventar platziert. Oh, aber eine Flugbahn kriegen wir angezeigt. Oh, was hast du gemacht? Hey, was ist hier los? Achso. Wer macht hier Geräusche? Ich dachte, du müsstest den abwerfen. Ich hätte ihn jetzt eiskalt dir an den Kopf geworfen. Da geh dahin zurück, wo du herkommst. Ich muss mich geirrt haben. Naja. Kann man sich da irren? Halt! Das war doch schwarz. Der Punkt. Keine Ahnung. Aber der war vielleicht wegen diesen zwei Punkten am Auge etwas wachsamer und hat einen dadurch dann gesehen. Vielleicht hättest du einfach eine Flasche dann in die andere Richtung noch schmeißen müssen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Hey, was war das für ein Geräusch? Bevor du dich mit mir anlegst, bleibst du besser versteckt. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Schätze, da war wohl doch nichts. Hat er jetzt nicht so gecheckt, ne? Nee. Hättest vielleicht warten müssen, bis das eben jetzt so ist. Vielleicht kommst du ja jetzt vorbei. Weil er ist gerade irgendwie so ein bisschen... Hinter diesen, glaube ich, noch Flaschen. Ah, Gläser gehen auch. Wie kommst du jetzt noch in das Radialmenü mit Steuerkreuz runter? Steuerkreuz oben. Oben, okay. Habe ich da gerade was gehört? Vielleicht darfst du auch das nicht einfach in seiner Nähe machen dann. Das kann natürlich sein. Wieder runter. Rechter Flügel. Heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir, aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Jo. Sir. Also ich war leicht irritiert. Ich dachte, dass das der wäre, der gerade eben da war. Die hatten irgendwie die eine ähnliche ja. Stimme gehabt, ne? Hat sie auch gedacht, oder? Ja. Ja. Die ist schon wieder runter und hat irgendwen vermöbelt. Oder rauf? Ah, die ist da hoch. Ich
bin immer noch der, am gucken, wo dann hier noch so Seiten sein könnten. Ja. Wir können da nicht hoch? Nee. Wir müssen noch weiter hoch. Wahrscheinlich, ja. Ja, da ist er. Hat schon direkt den nächsten umgehauen. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Meinst du, stirbt ihr am Ende? Einfach unsere Arbeit. Hoffentlich. Stiehl Erins Kralle. Lol, wir sollen ihre Kralle stehlen. Ich möchte ihn gerne nehmen und da runterschmeißen. Ja, das würde bestimmt auch witzig klingen, so wie du die da immer durch die Gegend wirfst. Ja. Ja, machen wir. Ah, und zwar ohne dieses Ding. Jetzt haben wir das. Hoffentlich. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel! Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir mit der Kanalisierung der Urkraft. Sammler in Strakakan. Kannst du es übersetzen? Nein. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein, wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Der kriegt gerade einen Orgasmus. Klong. Die rasten da voll aus, ey. Keine Bewegung. Gerade unge. Aber wie willst du es auch anders als Übersetzung drunter schreiben? Gar nicht. Also, ja. No. Ja! Nein, Spaß. Oh nein! Ups! Das war der Prolog. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir sie jetzt los sind. Puff. Die war schon leicht, Bisschen. Hey. Er wacht anscheinend auf. Los, nicht so faul. Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge. Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen.
dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stonemarket. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Hey! Geh weiter! Scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Der Text war ein bisschen schnell. Ja. Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen, Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du da! Das reicht jetzt! Na? Davon werden wir nicht satt! Davon werden wir nicht gesund! Du! Haltet euch für sicher! Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen! Der Baron hat einen Strick für jeden von uns! Doch Veränderung kommt! Orion wird sie bringen! Der Baron wird brennen! Seht! Seht! Sie fürchten die Wahrheit! Kopf runter! Du, mit wem redest du? Lauf! Halt! Den Untertitel kann man aber ausmachen, ne? Ja, das war jetzt gerade echt peinlich von denen, muss man einfach mal sagen. 50€ Spiel und solche Untertitel zu bieten oder solche Synchro. Naja. Also liebe Leute, das lag jetzt nicht daran, dass hier bei mir mein PC oder sowas geleckt hat, sondern es war wirklich so. Das stimmt nicht. Ich muss den Schattentor in meinem Kopf freikriegen. Dass die Titel nicht so ganz in Ordnung waren. Ich bin hinter dir! So, wie hast du gesagt? So? Ah, okay. Alles klar, verstehe ich. Gut, dann gucken wir uns doch mal um. Mach mal Y für Fokussicht, ob wir den jetzt haben. Lol, hatten wir das nicht ausgestellt? Eigentlich schon. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Gucken wir da auch mal rein. Oder auch nicht. Gucken wir eben raus. Herausspringen. Das ist wahrscheinlich, um so Wachen oder sowas dann zu überraschen. Aber ich dachte echt, dass wir diese Fokussicht dicht hätten. Komisch. Okay, wir haben ein neues Objekt. Zeitung. Ich würde mal sagen, das könnt ihr euch selber durchlesen. Einfach Pause drücken und dann. Aber wobei, da sollen immer so Hinweise drin sein, ne? Aber ich glaube nicht in der Zeitung. Meinst du nicht? Schwermut Einhalt zu gebieten ist allgemeine Bürgerpflicht. Die Abriegelung der Straßen der Stadt, genau wie die Keulung der Tierbestände zuvor, zeigt bereits deutliche Wirkung. Dazu Dr. Troy aus Stonemarket. Es ist in der Tat das unglückselige Zusammentreffen bestehender Melancholie bei Gesunden mit bereits Erkrankten, dass die Ausbreitung dieser furchtbaren Seuche erst ermöglicht. Ich empfehle daher, dass sich alle von den Rüstigen und Gesunden bis hin zu den Schwächeren an die Ausgangssperre halten. Jeder Bürger kann sich darauf verlassen, dass die besten Ärzte des Barons unermüdlich an einem Heilmittel arbeiten. Wahrlich, wir leben in einer Zeit großer Veränderungen und eben solches Fortschritts. Okay, da war jetzt nichts Interessantes drin, aber vielleicht doch mal ganz interessant, sowas auch zu lesen. Unsere Göre hat die Seuche ausgebreitet. Ja, aber sie ist schuld. In den Urkraftstein gefallen ist. Ja, genau. Oh, warte, da oben blinkt was. Wie kann ich irgendwo raufklettern, hast du gesagt? Mit links. LT. Ah, okay. Ah ja. Zahnrad. Ah, jetzt geht das auch. Na, guck mal. Wir wollten es haben und jetzt haben wir es. Da blinkt noch mehr.